Ah, deine Vorstellungskraft hätte ich auch nochmal gerne, dass dieser Kommentar wie die Bombe einschlägt. In Wirklichkeit sieht die Realität eher so aus. Oh Gott, oh, da war aber Land dabei. Heieieiei, da war aber Land dabei. Oh, jetzt habe ich den Kackstift in der Hose. Halt am liebsten selber deine Fresse, da du es total falsch ausgesprochen hast. Na dann, schauen wir doch einfach mal rein. Lisa Mappel, Scheiß drauf. Wie motiviert du heute bist. Du kannst ja nicht mal einen einfachen Namen lesen. Dieser Mappel-Mini. Würdest du das für mich einfach nochmal bitte vorlesen? Ja, mach ich. Lisa Mark Pelmeni. Dieser Mappel-Mini. Wo ist da der Unterschied bitte? Es gibt auch Leute, die YouTube aus Spaß machen. Ja, das mache ich auch. Und? Und dennoch kann man einfach mal meiner Meinung nach ein wenig Qualität liefern. Du sagst, dass seine Witze scheiße sind und machst noch schlechtere. Tja, mein Freund, ich würde sagen, das liegt einfach im Auge des Betrachters. Beleidigungen sind rechtlich verboten. Was machst du? Natürlich beleidigen. Ja, und? Außerdem hast du mich auch beleidigt in deinem ersten Satz. Halt am liebsten selber deine Fresse. Außerdem hast du wahrscheinlich noch nie was davon gehört, dass es irgendwie ein Stilmittel sein sollte. Naja, vielleicht sollte ich mal die Warnung davor klatschen. Achtung, Achtung! Beleidigungen dienen nur zum Stilmittel und sind nicht ernst gemeint. Er gibt sich sehr viel Mühe. Was erwartest du von einem Zwölfjährigen? Sag jetzt nicht, Zwölfjährige haben nichts auf YouTube zu suchen. Dir könnte man ja auch sagen, du hast nichts auf YouTube zu suchen. Einfach nur unverschämt dein Video. Du kannst ihn ja kritisieren, aber nicht beleidigen. Nein, sieh es mal so, ne? Können tue ich das schon. Nur ob das richtig ist, ist dann wieder die andere Sache, ne? Überleg dir das mal, lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Außerdem macht dir das Alter einen sehr großen Unterschied. Oder findest du das nicht so? Ich persönlich habe mich jetzt entschieden, aus der Meinungsblogger-Szene auszutreten. Ich habe den ganzen Beef satt und würde mich gerne für meine verwerflichen Argumente entschuldigen. Ich möchte einfach meinen Channel rein Gacha intellektuell fortführen. Frieden? Wie bitte? Alles klar, das gewünschte Video ist auf jeden Fall in Arbeit. Du wirst nur leider noch eine Weile warten müssen, da ich momentan absolut verplant bin. Es sollte vielleicht am Samstag kommen. Ein kleiner Blick auf deinen Kanal und ein kleiner Blick auf den Kalender verrät mir ja schon so einiges. Du bist ziemlich verplant? Na gut, da hätte man wenigstens ein Video mal rauslassen können und dennoch dafür ein anderes Video machen können. Zeit hattest du ja wohl, um 4 Videos in der gesamten Zeit, vielleicht sogar 5 Videos zu machen. Ich frage mich ja, wie verplant du bitte bist. Ich warte immer noch darauf. Was ist dein Problem? Sigu gibt sich sehr viel Mühe mit ihren Videos. Und die sind Kinder. Du bist kein Kind mehr. Und sie tut sich halt leichter mit den Apps, was ein Wasserzeichen hat. Du beleidigst Kinder. Schäme dich. Okay, bin fertig mit Schämen. Was soll ich jetzt tun?